Heute ist Halloween. Viele Menschen werden heute feiern, bekleidet als Zombies und Horrorclowns, Teufel und Dämonen, Vampire, Bestien und Hexen, Skelette und verschiedene böse Geister. Welches Kostüm oder Make-up hast du dir ausgesucht? Das Leben eines orthodoxen Schülers oder Studenten unterscheidet sich kaum vom Leben nichtgläubiger junger Menschen. Ja, man geht am Sonntag in die Kirche, betet zu Hause vor Ikonen und fastet manchmal. Aber außerhalb der Kirche und der eigenen vier Wände ist alles so wie bei allen. Man geht zur Schule und zum Verein, kleidet sich modisch an, guckt dieselben Filme und Serien wie alle anderen. Würdest du deinen Freunden nicht erzählen, dass du am Sonntag in der Kirche bist, würden sie vielleicht gar nicht merken, dass du Christ bist. Doch erwachsen zu werden bedeutet nicht nur Freiheit zu bekommen, sondern auch Entscheidungen zu treffen. Bei diesen Entscheidungen wird sich zeigen, ob du wirklich ein Schüler von Jesus Christus bist und seinen Willen tust, oder ob du normal bist, also so wie alle anderen. Stehst du für einen Außenseiter in der Klasse ein oder bleibst du bei der großen Gruppe? Gehst du weiterhin am Sonntag in die Kirche, wenn du 18 geworden bist und von zu Hause ausgezogen, oder schläfst du nach der Disco aus? Wirst du einen Teil von deinem ersten Gehalt an deine Gemeinde und bedürftige Menschen spenden oder gibst du es nur für dich aus? Lebst du vor der Ehe keusch oder fällst du in Sünde? Wirst du einen orthodoxen Menschen heiraten oder sind dir andere Eigenschaften am Ehepartner wichtiger? Sagst du in Gesprächen Ja zu allem, was heute bejaht wird, oder wirst du eine Meinung vertreten, die zwar als out, spießig oder sogar als hinterblieben bezeichnet wird, jedoch der Meinung von Gott entspricht. Ob du heute Halloween feierst oder im Gegensatz zu allen deinen Freunden zu Hause bleibst, ist vielleicht die erste ernste Entscheidung, die du als erwachsener Christ zu treffen hast. Es ist leicht, sich dieser Entscheidung zu entziehen. Du könntest überhaupt nicht darüber nachdenken, und das so machen wir alle es tun. So, wie du vielleicht bis jetzt immer alles so gemacht hast wie alle. Du könntest die Frage verharmlosen. Es sei doch nur Spaß und nicht ernst gemeint. Du könntest in die Opposition mit der Kirche gehen. Denn die Zeiten sind heute ja ganz andere und Priester und Eltern sollten sich nicht so anstellen. Doch unabhängig von der Begründung triffst du heute die Wahl für oder gegen Jesus. Sich als etwas zu verkleiden bedeutet, sich damit zu identifizieren. Ich trage das Kreuz Christi an mir und jeder sieht sofort, dass ich ein Christ bin und mich mit Christus identifiziere. Stell dir vor, ich nehme das Kreuz ab und setze diese niedlichen roten Teufelshörner auf. Mit wem würde man mich dann in Verbindung setzen? Genau das machen die Leute, die sich als Zombies, Dämonen oder Vampire anziehen. Manche sagen, sie würden so die bösen Geister abschrecken wollen. Aber mal ehrlich, schrecke ich einen Engel ab, indem ich mich als Engel verkleide? Oder einen Obdachlosen, wenn ich mich entsprechend anziehe? Mit der Logik stimmt doch was nicht. Andere sagen, sie würden das zum Spaß machen. Würde man sich aber zum Spaß als Vergewaltiger, Kinderschänder oder Nazi anziehen? Nein. Wer das macht, macht keinen Spaß. Er ist gleichgültig gegenüber dem Bösen. Heute kein Halloween zu feiern, ist eine schwere Entscheidung. Sie bedeutet, auf eine tolle Feier und viel Spaß zu verzichten. Sie bedeutet, von Freunden nicht verstanden oder sogar verurteilt oder abgestempelt zu werden. Doch das ist die Entscheidung eines freien und erwachsenen Menschen. Wenn du aber doch feiern gehst, nimm dein Kreuz ab und lass es zu Hause. Ganz ernst. Denn das Kreuz Christi hat nichts am Körper eines Dämons, Vampirs oder Zombies zu suchen. Das Wort Halloween kommt übrigens vom Englischen All Hallows Eve und bedeutet der Abend vor Allerheiligen. Allerheiligen ist ein kirchliches Fest, bei dem die Kirche sich an alle heiligen Menschen erinnert, die je gelebt haben. In manchen Bundesländern Deutschlands ist das sogar ein gesetzlicher Feiertag. So hoch schätzt die Kirche seine Bedeutung. An dem, was heute daraus geworden ist,
sieht man, wo sich unsere Gesellschaft befindet. Anstatt zu feiern, indem man in die Kirche geht und zu Gott und den Heiligen betet, feiert man auf eine ganz andere Weise. Und anstatt alle Heiligen zu gedenken und sich in Kostüme von Engeln und Heiligen zu kleiden, feiert man alles Böse, als ob man von allen guten Geistern verlassen wäre.